Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Nein, Fiesta Online. ich meinte natürlich Let's Play Star Wars The Old Republic. Das passiert mir in letzter Zeit sowas von häufig. Ich bin wahrscheinlich viel zu durcheinander. Naja, was soll's. Jedenfalls Wahrscheinlich sind. spielst du einfach viel zu oft Fiesta. Yo, moin, sag ich auch mal Ja, so. genau, Und da dann Dü ist auch sagst du. dabei. Also, wir gehen mal weiter hoch. Und zwar gehen wir irgendwo hin. Wo? Da hoch, da. Genau. Hier raus, hier haben wir alles erledigt für diese Kree Imperium, wo wir hier die schwarze Winkelhalbierende und sowas sind. Da hat ja noch meinen Schrott eingesammelt, Sauerei. Guck mal, jetzt stehen die hier auch wieder. Wir schleichen uns vorbei. Ja. Brauchen wir nicht. Genau. Na. Mein Gefährte. Na, Mein na. Gefährte. Komm, gehen wir weiter. Ist ja nur dein Gefährte. Ja. Tschüss. Beim meinen Gefährten würde ich retten, aber deinen. Pff. Kommt er auch wieder her jetzt hier? Ja, du kannst quasi die Kampfhandlung einstellen oder sowas in der Art auf deiner Skillleiste drücken oder halt warten, bis er gestorben ist und dann kannst du ihn wieder zu dir rufen. Guck, da ist er doch schon. Yes. Da kommt er wieder. Da ist er doch Da schon. ist er. So. C701. Genau. So, wo geht's lang? Hier runter. Wie lang? Dahinter. Hinten unten runter. Oder rüber. Rüber rauf. Ich glaube, wir gehen rauf. Rauf ist besser als runter. Weißt du, was ich meine? Was gibt's denn hier hinten? Oh, ein Hightech-Schläger. Den will ich noch platt machen. Ist auch nur ein Elite. Und ein Ja. starker. Ja. Gut. Wurde. Was? Pst. Hä? Ich mach doch gar Boah, der nicht. ist aber anstrengend. Naja, du, wie gesagt, alleine wäre das schon scheiße, wenn du gegen die Ja. beiden hier kämpfen Ja, man müsstest. muss ja. Wie gesagt, wir sind ja auch 2 Level voraus. Erstens das. Und zweitens, wie gesagt, hier. Blum. Waren ja auch zwei. Wenn man nicht zu zweit ist, wäre es Genau. nicht so schön. So. Genau, ein bisschen Laminoid habe ich bekommen. Da kann ich wieder, ja, ein bisschen was laminieren. Oder so. Kannst mir ja was herstellen. Okay, dann. Nö. Nö. Wenn, dann stelle ich mir was her oder so. Nee, machen wir schon irgendwann mal. Momentan lohnt sich's noch nicht, denke ich. Da kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Hier kannst du wieder was verkaufen, wenn du willst. Warten Sie die Schrott Maschine. verkaufen, alles Nö. reparieren. Wie gesagt, Rüstung Brauche musst ich du auch reparieren, ne? Ist dir klar? nicht. Nö. Wie denn? Melden Sie sich Bei dem? ja, du kannst unten auf hier den Schraubenschlüssel unten links auf alles klicken und dann wird automatisch alles repariert. Ah, 624 hat es gekostet. Okay. So, Gut. gut, warte, ich mal, das ist, warte mal, dann kriegt der das hier, Augenblick. Ich rüste noch meinen Charakter gleich noch mit neu aus. So, zapp. Hep. Okay, diese Armpanzer des Sergeants. Kaufen eiskalt. Geh ein. Ja, so. So, lapp. Und den Rest behalten wir so. Erstmal. Rest mache ich dann bei Gelegenheit mal offscreen und vieles aufräumen und so. So, gut, dann sind wir hier. Und hauen mal, ich denke erstmal hier den Weg frei. Blablabla. Wenn man die Questen jetzt nicht machen würde, könnte man dann eigentlich von der Story her weitergehen oder müsste man Man unbedingt die müsste die Story-Quest nochmal machen? Story-Quests weitermachen. Ja, Aber man muss okay. nicht quasi unbedingt, man muss nicht zwingend alle anderen Quests machen. Aber wie gesagt, Okay. wir machen sie halt mit. Erstens, weil wir möglichst viel vom Spiel zeigen wollen. Und zweitens, weil wir dann ganz gut durchkommen. So, gehen wir mal rein. Top. Ja, wir halt mal rein. Hallo. Die Soldat Phase von Bolzern. Kann ich nur zuschauen und eben auf den Sack gehen. Und es lädt bei Ihr mir. seid der neue Chaos-Kommandant? Ist wohl mein Glückstag heute. Ich bin Jaxo. Ich bin entzückt, euch kennenzulernen. Eine wunderschöne Frau und eine gefährliche Mission. Ich würde sagen, das ist heute mein Glückstag. Würdet ihr euch bitte konzentrieren? Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Brrr. Vergessen? Es spricht nichts dagegen, ein bisschen Spaß zu haben, Sergeant. Aber schaffen wir erst die Einsatzdetails vom Tisch. Ihr habt die beneidenswerte Aufgabe, Nervengaskanister zu zerstören, die die schwarze Sonne Tavos zukommen lassen will. Das Gas heißt Trivoris. Ziemlich krasses Zeug. Ein Kanister hat eine Reichweite von 1 Quadratkilometer und es wirkt innerhalb von 10 Minuten mit 100%iger Tödlichkeit. Kann man dieses Zeug irgendwie gefahrlos vernichten? Zum Glück lässt sich Trivoris recht einfach neutralisieren.
solange es noch in den Kanistern steckt. Das Gemisch in diesem Fläschchen macht Trivoris unschädlich. Steckt es in die Kanister in der Basis der schwarzen Sonne, dann ist die gesamte Ladung Geschichte. Ich würde die ganze Ladung lieber aus dem Orbit vaporisieren. Bei allem Respekt, das Trivoris zu vaporisieren würde es freisetzen. Es würde die Luft vergiften. Gar nicht gut. Ihr habt noch ein weiteres Ziel. Vor ein paar Stunden wurde eine rote Kiste streng bewacht in die Basis der schwarzen Sonne gebracht. Wenn ihr Inhalt für die schwarze Sonne wertvoll ist, verheißt sie für uns nichts Gutes. Eure Aufgabe ist es, die Kiste zu finden und mir den Inhalt zu bringen. Ich kann euch nichts abschlagen, Chaxo. So, das werde ich mir merken. Eins noch. Die schwarze Sonne hat Signalstörer in ihrer Basis. General Garza wird also nicht wissen, dass ihr Hilfe braucht, falls es Ärger gibt. Ich passe schon auf, Sergeant. Hauptsache, euer hübsches Gesicht kommt unversehrt zu mir zurück. Kommt zur Nachbesprechung zu mir zurück, wenn ihr euch um die Trivoris-Kanister gekümmert habt und der Inhalt... Dankeschön, Süße. Siehst du, hast gemerkt, ich bin hübsch, du nicht. Wieso? Nur weil du mit der ein bisschen geflirtet hast? Ja. So, gut, gehen wir mal weiter. Ist auch mit der Techtelmechel gehabt? Bis jetzt noch nicht, natürlich. Also... Aber kannst du noch? Ja, beziehungsweise mit meinem anderen Charakter hatte ich schon mit der Techtelmechel, tatsächlich. Okay. Ja. Muss ich dann alles auf YouTube rausschneiden. Ja, genau. Ich hoffe, das hast du auch deiner Freundin erzählt. Ja, natürlich. So, wohin denn jetzt? Nö, geh mal vor hier. Weiß ich gerade nicht, muss ich mal kurz selber gucken. Ach, hier lang. Gehen wir mal hier hinunter. Ja, da lang. Habe ich jetzt so beschlossen, glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung. Wir werden schon ankommen irgendwo. Ja, guck mal, hier liegt ein Flüchtling. Willst du den angreifen? Ist ja schon fast verletzt. Nee, lass mal. Okay, dann eben nicht. Ich kann die angreifen. Ja, natürlich. Alles, was gelb ist, kannst du angreifen. Die greifen dich vorher aber selber nicht an. Alles, was grün ist, quasi, kannst du nicht angreifen. Und alles, was rot ist, da ist doch hier irgendwie was. Haut dich sowieso selber an. So, warte mal, wir machen mal hier. Bioanalyse. Genau, was ist die jetzt? Analyse mit der Lupe. Kann ich ein paar Medipacks herstellen, brauchen wir nicht immer welche kaufen. Hat schon was. Genau. Das sagst du auch schon seit 50 Folgen. Ne, ich habe ja auch schon welche hergestellt. Ah, da ist auch wieder hier was. Bioanalyse. Okay. Der immer mit seinen Berufen hier, dass der immer nur Berufe leveln will. Schlimm, schlimm, schlimm. So, kommst du mal mit? Level ich dadurch eigentlich auch? Jein. Du bekommst, glaube ich, auch da leicht Erfahrung, aber wie gesagt, zum Level lohnt sich nicht wirklich. So, kommst du mal hier runter? Ja. Weil hier unten ist, glaube ich, deine Quest. Bin mir jetzt nicht sicher, aber hier unten ist irgendwas. Ja, das ist auf jeden Fall Bioanalyse wieder. Ja, dann nimm's halt mit. Meine Güte. Schlimm, schlimm, schlimm. So, hier rein. Grüner Schleim habe ich bekommen. Dreimal. Kantina zur stummen Sonne. Naja, ich denke, du was Besseres hast du auch nicht verdient. So, das nehme ich auch mit. Kommst du? Der holt das Primo, schon. Die Leute, die ihre scheiß Berufe leveln, ey. Ja, ja. Voll nervig, ja. So, willkommen in einer Kantina. Komm, wir gehen was laufen. Oh, hier hinten. Schick hier. Dahinter. Schick. Oh, guck mal, die bückt sich hier. Ja, ja, die wischt. Die hat vorhin gereiert, jetzt muss sie wegwischen. Aha. So. Oha, was ist das denn dort? Das ist nur eine Holo-Figur. Ferkel. Genau. So, kommst du her? Ja, komm mal. Erscheinen reicht schon. Ja. Bin auch begeistert von der Holo-Figur. Glaube ich. So, jetzt aber. Ich bin hier, um die Aufnahmen für Deuce Everton abzuholen. Wollt ihr es vielleicht noch an die Wände sprühen? Wie wär's mit ein wenig Diskretion? Sag Deuce, es ist genau, was er für die Republik haben wollte. Ausreichend für Festnahmen, die schwarze Sonne und so. Hoffe, sie können es beweisen. Das ist Coruscant. Man sollte nicht um sein Leben fürchten müssen, nur weil man aus dem falschen Aufzug ausgestiegen ist. Alles klar. Kehre zu Deuce Everton zurück. Jawohl. Na gut, gehen wir mal raus. Das war ja einfach. Ja. Kommst du? Im Sinne von erscheinen? Also erscheint, ja. Unterwegs. Du verlässt eine Ruhezone. Toll. Wie gesagt, als Abonnent könnte man in der Zone ausruhen und kriegt dann quasi so Erfahrungsbonus. Muss man aber erstmal haben. Und Abonnent sein natürlich. Sind wir beide nicht. Macht aber auch nichts. Du hast trotzdem einen höheren Status wie ich. Natürlich, weil ich einfach besser bin als du. Nur weil du halt mal 2 Euro für das Spiel ausgegeben Tatsächlich war es wahrscheinlich eher, weil ich schon das Spiel quasi meinen Account erstellt hatte, als das Spiel noch ein reines Abo-Spiel war.
Ich hatte den Status nämlich schon von vornherein. Auch als ich noch kein Geld investiert hatte. Als ich mir noch nichts ausgegeben habe. Achso. Ja, gab es ja bei Iron auch sowas ähnliches. Die hatten ja auch umgestellt von ja. Uhr auf. Oh, eine neue Vermächtnisstufe habe ich erlangt. Woo. Ich nicht. So, hier ist es rot, das ist die Schmugglerphase. Da hinten kann man, ist ein Sanitätsdroide. Ja, genau, gehen wir erstmal dahin. Da ist eine. Genau. Komme. Agentin. Sinne von erscheinen, so, dann sprich mal an. Agentin Fularis. Ach was, ein Jedi. Ihr stecht überhaupt nicht aus dem ganzen Abschaum hier unten heraus, was? Ich bin Fularis. Ich glaube, wir zwei sollten uns mal unterhalten. Ja, lasst uns unterhalten. Was kann ich für euch tun? Ein Gerücht macht die Runde, dass die schwarze Sonne reinen Tisch machen will. Informanten, Anführer anderer Banden, sie alle werden sterben. Auf den Computern der Sonne gibt es eine Liste aller Opfer. Ich brauche diese Namen. Das klingt für mich, als wärt ihr vom Sicherheitsdienst. Sagen wir einfach, ich habe das Wohl der Bewohner von Coruscant im Sinn. Ich kann mich in die Computer der schwarzen Sonne einklinken und die Liste kopieren, aber sie könnten mich zurückverfolgen. Also brauche ich jemanden, der ins Versteck der schwarzen Sonne einbricht und ihre Aufspürtechnik deaktiviert, während ich mich einklinke. Meint ihr, ihr schafft das? Wollt ihr wirklich euer Leben in meine Hände legen, um diese Liste zu bekommen? Ich habe keine Wahl, oder? Ich brauche diese Liste. Und ich brauche sie gestern. Dann wollen wir mal. In Ordnung. Geht. Na los! Okay, die hat aber einen Ton drauf. Ja. Hätte man die Mission ablehnen können sollen. So, und hier drüben, da geht's Rettungsaktion, da geht's bei dir rein. Da hinten. Ja, komm. Endlich mal wieder bei mir weiter. Ja, warte mal, ich will hier erstmal. Ja. Ich will hier was vernichten. Auslöschen. Musst du schon wieder die. Auslöschen. Musst du dich schon wieder mit den Leuten hier anlegen. Kennst mich doch. Dann haben die doch gar nichts getan. Doch. Nein. Da war eine Planetenauszeichnung drin, das ist gut. Die ist meine. Ne, meine, ich habe auch meine bekommen. So, der greift da drüben also, an. Das geht uns nichts an. Was könnte man damit nochmal machen? Da kannst du dann spezielle Rüstung oder Modifikationen besser kaufen. Also besseres Zeug halt. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, die. Die Wärste wirst du. Diese schwarze Sonne. Ja. Na, fall oben. Sowas hier. Ja. Ehrlich. Brauch ja ewig hier. Das stimmt. Wow. Okay, hier ist nichts mehr. So, dann haben wir hier nochmal. Noch ein Coruscant. Irgendwas. Noch ein Coruscant, irgendwas. Ne, geh mal weiter hier. Der hat da auch eine Karte. Sonst guckst du da mal drauf. Schlimm, schlimm, schlimm. Alles muss man erklären. Ja, lass mich doch mal ein bisschen umschauen hier. Ist doch schick. Hier würde ich gerne mal Urlaub machen. Wer nicht? Ich nicht. Corporal holt ein Colto-Pack für den Mann. Alle anderen für die Evakuierung vorbereiten. Agent Galen schickt mich. Was ist passiert? Schwarze Sonne. Das ist nicht mehr nur noch eine Bande. Das ist eine Armee. Wir haben ein Gebiet um ihre Basis für euch gesichert. Sie haben mit Militärwaffen zurückgeschlagen. 6 meiner Leute sind dabei umgekommen. 7, Sir. Jaren hat es nicht geschafft. Wir sind nicht für diesen Kampf ausgerüstet. Na, lass uns durch. Wir sind ja Level 17. Nicht helfen. Wir schaffen das. Wir werden die Mission beenden, ob ausgerüstet oder nicht. Ich unterstehe euch nicht. Und wir haben uns nicht für ein Selbstmordkommando gemeldet. Wir kämpfen nun schon seit Monaten gegen die schwarze Sonne. Mit ihren neuen Waffen und Rüstungen sind sie unaufhaltbar. Seht uns an. Wir sind halb tot und sie haben kein einziges Opfer zu beklagen. Es gibt keine Hoffnung auf Sieg. Wenn ihr jetzt aufgebt, sind eure Soldaten umsonst gestorben. Wollt ihr das etwa? Was ist mit dem Mann in der Basis, der auf seine Rettung wartet? Wollt ihr ihn einfach im Stich lassen? Das ist der Moment der Wahrheit, Sergeant. Gebt ihr auf und lasst das Böse gewinnen? Oder steht ihr auf und kämpft? Ich komme mit euch. Aber ich werde meine Männer nicht bitten, uns zu folgen. Das müsst ihr auch nicht. Der Jedi hat recht. Dieser Abschaum darf uns nicht besiegen. Ich bin dabei. Ich wollte schon immer mal an der Seite eines Jedi kämpfen.
Ihr müsst das Sicherheitsnetzwerk der Basis ausschalten, damit wir reinkommen. Sobald das Netzwerk deaktiviert ist, greifen wir den Hintereingang an. Ihr geht von vorne rein, wir treffen uns in der Basis. Enttäuscht mich nicht, Sergeant. Wir werden nicht scheitern. Ihr habt mein Wort. Also Beeilung, Leute. Los, los! So, gut. So sieht's aus. Jawohl. Schalte das Sicherheitsterminal aus, soll ich irgendwie? Genau, dann schalten wir das Sicherheitsterminal aus. In einer der nächsten Folgen heute wird's nichts mehr. Leute, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss. Tschüss.